Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir erkunden den Bereich unterhalb des großen Aufzugs, einen Bereich, der noch zu den Berserkern gehört. Und, aha, da scheint wieder jemand gestorben zu sein, man hört Fliegen. Tatsächlich, ein Alchemist. Setzerbrot, Elixit, Drohbrief und Öllampe hat er bei sich gehabt. Aha, die haben ja auch ein Fass gehabt. Eine schöne Feuerstelle. Ja, und hat ihm nichts gebracht im Abendtropf. Rezeptbuch eines Alchemisten. Das nehmen wir auch gern mit. Werden wir gleich durchlesen. Eine Kralle, die braucht er auch nicht mehr. Ein Heiltrank, den braucht er auch nicht mehr. Ein goldener Kelch und ein Bettchen zum Schlafen. Das nutzen wir gleich und schlafen bis zum nächsten Morgen. Sehr gut. Aha, da habe ich was entdeckt gerade. Da unterm Tisch. Zumindest dachte ich, dass das was wäre. Vielleicht von der anderen Seite. Jawohl, doch, Elixit, da haben wir es schon. Jawohl. Gut. Ein schönes Hütchen hat er da. Hat ihm aber leider auch nichts gebracht. Sogar einen Ofen hat er sich gebaut. Aha, da haben wir noch ein Klopapier, das brauchen wir auch. Aha, deshalb die Fliegen wahrscheinlich. Na, Spaß. Gut. Das zu dem. Mehr ist hier nicht zum Entdecken. Ich wollte, glaube ich, gerade irgendwas erzählen oder sagen und habe vergessen, was. Soll vorkommen. Okay, ist uns nichts weiter. Genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, wir wollten ja lesen. So, und zwar, wir haben bekommen einen weiteren Drohbrief und Rezeptbuch eines Alchemisten. Hierbei darf kein Strecken eines Mana-Tranks. Hierbei darf kein geschmacklicher Unterschied feststellbar sein. Flusswasser, Fisch, Laich, lecker. Ausscheidungen eines Kritters. Bitte was? Ach du heilige Scheiße. Wortwörtlich, ne? Nur eine Fingerspitze des Kots, um den Geschmack zu halten. Pfui Teufel. Vorsichtige Dosierung, da sonst starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Krämpfe. Nicht mehr als ein Fünftel des Trankes auffüllen. Unterschied ist kaum zu bemerken. Ich glaube, ich muss brechen. Ich habe jetzt echt gedacht, wir kriegen was Brauchbares, ne? Ja, wir gehen dann mal. Wir gehen dann mal. Grauslich. Da fehlen einem schon fast die Worte. Mutantenkraut nehmen wir mit. So, und dann sprinten wir mal eine Runde. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. So. Hier wollte ich eigentlich auch ein bisschen um mich umschauen. Ich hoffe, es gibt hier keine mutierten Fische, die mich wegfressen wollen. Aha, da ist ein Fass. Da ist echt was. Aha, aha. Lol. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil ich aus dem Wasser rausgehüpft bin. Ja, ein Knochen. Noch ein Knochen. Eine Ratte. Eine Öllampe. Und ein kleiner Elixitbeutel. Schön. Aber Erz gibt es, glaube ich, keins, ne? Schaut nicht so aus. So, dann düsen wir da ein bisschen mit dem Jetpack rum. So. Und platsch. So.
wieder mal ein bisschen husten inzwischen. Das lockert die Stimmung ein bisschen auf. So, dann sind wir ja wieder quasi auf dem Pfad. So. Dann würde ich sagen, wir laufen wieder zurück und nehmen die andere Brücke. So, ja, ja, ja. Dong, ding, ding. Ding, dong, dong. Ding, ding, ding. Ja, okay, das bringt nichts mit Chat weg. Ich dachte, ich bin da ein bisschen schneller. Na, da bin ich gar nicht schneller. Laufen, sprinten, das ist das Einzige, wo wir schneller sind. So. Also, sprint um dein Leben. Dong, 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 dong. Und jetzt wieder langsam. Weil ich vermute, hier ist wieder irgendein Getier. Links oder rechts? Umgekehrt, links oder rechts? So. Das ist die Frage. Aber zuerst wird gespeichert. Ja, bitte. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rechts, weil da, glaube ich, wächst was. Na, doch nicht. Doch hier. Eine Heilpflanze. Irgendwie höre ich da Federvieh gackern. Aha, okay. Das geht ein bisschen so im Kreis herum, gerade eben, rein zufällig. Und ich muss wieder husten, Moment. Blöder Husten. So, dann schauen wir hier noch ein Stückchen runter. Ich glaube, da unten lebt schon wieder was. Oder es schaut nur so aus. Juhu! Okay, ob da was ist... Achso, da kommen wir wieder rüber. Mhm. Viel später. Dann machen wir zuerst da herüben. Da. Über Stock und über Stein. Hoffentlich brechen wir uns kein Fusilein. So. Aha, das ist wieder so ein Hornwolf. Ein großer oder ein kleiner? Ein großer. Ja. Das heißt, wir speichern natürlich wieder. Weil der kostet uns wieder einen Haufen Energie. Also Leben. So, du Saufich. Ja. Da treffe ich ja super. Gleich spuckt er wieder. Ja, ja, er schlatscht wieder. Mistvieh. Freilich kommt er hoch. Ist eh klar. Aha, nächster Fisch, tausend Fisch. Oh weia. Kommt das Viech nach? Freilich. Juhu. Und laufen. Boah. Hast du das gesehen? Oh, der ist schnell. Das ist mir aber gar nicht recht, dass der so schnell ist. Au! Das ist mir überhaupt nicht recht, dass der so schnell ist. Und fliegen. Hui! Ist keine feine Art, ich weiß, aber soll ich anders machen? Der bringt mich um. Juhu! Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht einmal. Irgendwas hat gecheppert. Wenn ich mich da oben hinstelle, wird es auch nichts bringen, ne? Wo ist er denn? Hornviech? Wo ist er denn hin? Weg. Jetzt aber nicht der Ernst. Da drüben ist er. Du grausiges Vieh, du ländig. Au!
Au! Uah! Schnell was saufen. Ich glaube, ich häng fest. Viech. Wo ist es denn? Hallo. Das kriege ich ja super hin. Von wo hat er mich jetzt angespuckt? Ich sehe das Viech nicht mal. Mistkerl. Bitte, von wo hat mich der jetzt angespuckt? Ich sehe ihn nicht. Kackvieh. Da drüben ist er. Ich sehe nichts. Gehst du jetzt bald mal hin? Jetzt endlich. Na bitte. Ha? Was ist das? Ein Federvieh. Tut leid. Danke für die Federn und fürs Fleisch. So, du Mistviech. So. Ja. So geht's. Gibt es hier zufälligerweise einen Teleportstein? Nein, aber fliegen. Au. Das war nicht sehr schlau von mir. Aha, zwei Sachen. Ruck. Das da unten schaut komisch aus. Da hat mal jemand gewohnt. Nehmen wir halt die Sachen mit. So. Sehr gut. Ansonsten ist hier, glaube ich, nur noch Wasser. Ah, eine Mana-Pflanze. Wiesenkraut. Jo. Anscheinend ist sonst nichts Besonderes mehr. Blatsch. Mal schauen, was wir da noch haben. Aber ich denke nicht, dass hier was Besonderes sein wird. Ich hatte gehofft, dass wir Erz oder so finden werden, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir da was Tolles finden. Bis auf das, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Naja, die Heilpflanze nehmen wir mit. Ja, schön. Naja, schaut nicht so aus, als wenn da was Besonderes wäre. Na gut. Von wegen nichts Besonderes. Den wollte ich jetzt gerade nicht pullen, ehrlich, ich schwöre. Rauf da. Ich hoffe, den kann ich noch besiegen. Das ist ein normaler Hornwolf leider. Ich hoffe nur, dass der nicht so weit hochspucken kann. Ich glaube, das kann er echt nicht. Hey, Trottel. Trefft man überhaupt? Das ist doch wohl eher die Frage. Keine Munition, keine Munition mehr. Dein Ernst jetzt? Mist.
Wir haben alles verschossen. Ich halt. Dann bringt das hier nicht viel. Wo müssen wir eigentlich hin, Herrschaftszeiten? Irgendwie renne ich da irgendwo rum. Na toll. Wo bin ich denn hier? Ah, wie schön. Voll verlaufen. Ich glaube, das ist das Beste, wenn ich hier wieder zurückgehe. Vielleicht kriegen wir dann auch irgendwie Pfeile oder so zum Kaufen. Ich glaube, das sollte möglich sein. Bist du zufälligerweise ein Händler? Wenn du Ray irgendwo siehst, dann gib mir Bescheid, okay? Ah ja, das war der Ray-Typi. Genau. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Ich fürchte, hier gibt es keinen Händler. Aber in die Stadt will ich jetzt auch nicht zurück. Mist. Nicht gut. Aha, da unten liegt auch einer. Probieren wir es mal. Servus, Herr Berserkas. Und ein Alchemist. Und in der Kiste ist nichts. Fein. Ist hier vielleicht was? Nein, auch nicht wirklich. Ich glaube. So, das haben wir geschafft. Super. So, geht's dann. Sollen wir den anderen Weg nehmen? Ich renne mal ein Stück. Oh, da müssen wir überschweben können, problemlos. So. Dann sind wir eh schon wieder bei der Ausgangsposition quasi und wir gehen einfach da lang. Vielleicht finden wir da irgendwo eine Zivilisation an, also die Verbannten eben. Vielleicht können die uns ein paar Pfeile verkaufen, das wäre mir sehr recht. Halt, was war da? Toll, ein verstecktes Mutantenkraut. Und das ist, glaube ich, auch was, oder? Na, das ist gar nichts. Was ist denn das? Besser? Von da aus schaut irgendwie komisch aus, das Viech. Dann müssen wir es halt besiegen probieren. Da wir keine Pfeile mehr haben. Heureka! Achso, ja, so geht's auch. Jetzt wollte ich das so elegant von oben runter und das Viech angreifen. Okay, so geht das nicht. Sehr elegant. Einmal verreckt. Ah ja, ich und elegant. Was ist das eigentlich? Terrorvogel. Kriegt der überhaupt Damage? Nö. Der kriegt gar nichts. Ein Terrorvogel. Okay, Terrorvögel, nix gut. Den muss ich probieren ausweichen. Okay. Davonlaufen, ausweichen, so irgendwas. Okay. Ah, der kann auch mit Blut spucken. Ist eh ganz... Wow, was mache ich denn? Ist eh sehr super. Alter! Aha, okay. Kämpfen wird sie gegen das Viech. Okay. Entschuldigung, muss ich wieder husten. Noch einmal laden. Ich versuche einfach das Viech zu die Leute dorthin zu... triggern, sozusagen... Und dann hoffe ich mal, dass alles gut wird. Das nehme ich noch mit. Wow! Das Biest ist so gut wie erledigt. Ein Verbannter. Okay. Sie ein bisschen machen lassen. Boah, das Viech ist recht hart. Das Viech ist richtig hart. Aber die kriegen das voll hin. Wow. Vorsicht. Wenn mir das Viech trifft, bin ich wieder erledigt. Oi, 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 oi. Boah, gut ausgewichen noch.
ein Neuer im Tal Hallo. Des Todes. Ja. Egal, warum du hier bist. Wenn du die Gelegenheit hast, kehr um. Wenn du das sagst, ich kann auf mich aufpassen. Eigentlich, naja, ist ein bisschen gelogen. Ich kann auf mich aufpassen. Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir Jawohl. Meine Worte. Vertraue ich hab niemandem. Keine Ahnung, ob wir Erfahrungspunkte gekriegt haben. Ja, aber ich nehme das einmal gern mit. Was? Kommt sie jetzt mit? Ich komm gar nicht mehr mit. Ich komme jetzt überhaupt nicht mehr mit und werde den Part beenden. Mit einem großen Fragezeichen über meinen Kopf. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!